Es ist leider nicht sehr wichtig, es hat keine Macht, sagen wir so. Ich glaube, dass das Europäische Parlament wichtig ist, auch für eine europäische Identität. Kommt darauf an, warum sie sich kümmern. Also wenn sie sich um die Krümmung von den Gurken kümmern, hat es nicht sehr wichtig. Wenn sie sich um wichtige Sachen kümmern, dann wäre es schon interessant, wenn sie ein bisschen mehr tun würden. Das auch durchsetzen würden, was sie sich vornehmen. Nicht so wichtig. Grundsätzlich finde ich es sehr wichtig. Ich wusste jetzt ganz ehrlich nicht, dass EU-Wahlen sind. aber ich finde es schon wichtig und ich finde auch wichtig, dass wir ein Teil der EU sind. Für sehr wichtig. Also jetzt überhaupt, in der jetzigen Situation und vor allem mit dem amerikanischen Präsidenten, der ein bisschen eigenartig ist. Ich interessiere mich überhaupt nicht jetzt dafür. Ja, ich finde, dass Europa sehr wichtig ist heutzutage, wenn wir überhaupt ein Wörtchen mitreden wollen in der Welt, dann geht es eigentlich nur innerhalb Europas. Überflüssig. EU ist ein Auslaufmodell. Das müssen die verstehen. Ich finde, es ist ziemlich wichtig. Schon. Aber ich weiß nicht so genau, um was es geht. Das müsste dann mal wirklich Stärke zeigen. Und dazu müssten auch alle Bürger bereit sein dazu. Also das Bewusstsein fehlt komplett. Ich empfinde das Europäische Parlament als extrem und sehr wichtig und ich finde eigentlich, dass es mächtiger werden sollte, als es derzeit ist. Sicher wichtig. Aber laut Bibel wird die EU zerfallen. Für sehr wichtig am Schluss, weil es geht darum, eine Gemeinschaft zu haben und das ist in der EU gegeben und ohne die EU hätten wir wahrscheinlich größere Probleme. Gar keine, nein. Die Frau Regner, glaube ich, ist eine Abgeordnete. Da gibt es nur den Herrn Karas. Nein, nicht wirklich. Da wird es jetzt etwas schwierig. Wilimski, glaube ich. Mir fallen die Namen jetzt nicht ein. Nein, fällt mir nicht ein. Ich werde mich wie immer erst kurz davor informieren, wen es gibt und wen man wählen kann.